Guten Tag miteinander. Im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um die verschiedenen Modelle der Katzen-WCs, die es gibt bei uns. Ich denke, das Standardmodell wie die niedrigen mit dem Rand, der soll verhindern, dass der Katzensand kreuz und quer spickt. Dann für Leute mit wenig Platz die dreieckigen, wo man in eine Ecke platzieren kann und dadurch natürlich Platz sparen kann. Oder für die ganz wilden Katzen haben wir noch das Modell, das hinten einen höheren Rand hat, damit die Katze nicht so einfach den Katzensand über den Rand hineinscharren kann. Dann, was natürlich ganz eine coole Sache ist, ist die Katzensandmatte, die ihr gesagt, die ist gross genug, für dass man das Katzen-WC in die Mitte stellen kann. Und der Katzensand, der unweigerlich darüber rauskommt, an den Pfoten kleben bleibt oder eben darüber hineingescharrt wird, der bleibt hier in diesen Waben hängen und wird durch das in der ganzen Wohnung herum verteilt. Man kann sie sonst auch zuschneiden, eben, wenn man nicht so viel Platz hat. Das ist wirklich ein Tipp von mir, der ganz, ganz viel bringt. Wie ihr hier seht, haben wir auch diverse Hauben-WCs im Sortiment, wo die Katze rein muss Geschäfte erledigen und man hat Sauerei, meistens vor allem vor dem Kistchen und nicht drumherum. Das hier ist die kostengünstige Alternative, wo man zum Putzen den ganzen Deko muss dran nehmen. Während man bei dem hier nebendran das halbe Dach aufklappen kann, man hat Katzenscheufen hier fest installiert, wo einfacher geht zum Putzen. Auch da hat man die Zauberei natürlich vor dem Kistchen vor allem und nicht drumherum. Dann haben wir etwas ganz Spezielles für unsere Sportskanonenkatzen oder auch ganz normale, die können das auch. Und das ist das Katzen-WC Jumpy. Wie ihr seht, ist hier das Loch oben. Die Katze muss rein, kann ihr das Geschäft unten erledigen. Und wenn sie rauskommt, durch die Rillen, die ihr hier seht, fällt der Katzensand, der am Pfötchen kleben geblieben ist, wieder ins Katzen-WC zurück. Das ist mein persönlicher Favorit. Aber natürlich muss man immer mit der Katze schauen, wie sie es akzeptiert, was sie am liebsten hat. Und dann sind schlussendlich beide glücklich. Der Besitzer und das Büsi. Sagt doch mal in den Kommentaren, was eure Katze denn lieber hat. Geschlossen oder ein offenes WC. Ich hoffe, die Infos haben euch gefallen. Lasst doch ein Abo da und einen Daumen hoch, wäre ganz cool. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen!